willkommen bei Kiefs. Willkommen bei Kiefs. Ihre Bestellung bitte. Ja, hallo, ich hätte gerne einmal den Double Down und eine große Cola mit Eiswürfel. Ist ein Mehrzahl hinten und eine Beilage dabei? Dann machen wir das. Kartoffelpüree nehme ich. Ja. Ein Getränk Pepsi mit Eis, ja? Ja, bitte. Ja, kommt noch was dazu? Nein, das war's. Ja, dann macht es 8,99 Euro, dürfst du zu mir kommen. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Ciao. Wir haben unser Essen. Jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Hey YouTube! Mein Name ist Matthias und das ist Stay Hungry Fast Food Review. Heute bin ich für euch in Schwäbisch Hall bei KFC, um deren neuen Burger, den Double Down, für euch zu testen. Was haben wir denn alles bekommen? Servietten. Einen Göffel. Halb Gabel, halb Löffel. Kartoffelpüree mit Gravy. Und natürlich den Double Down. Der Colonel setzt sich neben mich. Oh wow. Das ist der KFC Double Down. Wir haben zweimal Filet-Hähnchenbrust mit den 11 geheimen Zutaten von KFC. Wir haben kein Bun. Einmal Fried Chicken, dann kommt ein Monterey Jack Käse, dann kommt Bacon, nochmal der Monterey Jack Käse, die Double Down Special Sauce und zu guter Letzt nochmal Fried Chicken oben. Hier sieht man nochmal, oh, der ist schön heiß. Die ganze Pracht. Okay, dann. Wow, das ist mal eine Überdosis Chicken. Ohne Brötchen, das ist heftig. Ich bin gerade etwas überfordert mit dem ganzen Geschmack. Ich muss gleich noch mal den zweiten Bissen machen. Komischerweise schmeckt man den Käse richtig gut raus. Der schmeckt unglaublich würzig und gar nicht so, wie man es von Fastfood-Läden kennt, wo der Käse relativ geschmacksneutral ist. Die Special Sauce ist im Moment noch etwas undefinierbar. Aber man schmeckt natürlich hauptsächlich das Chicken. Ich muss einfach noch ein bisschen machen. Ja, es ist wie es ist. Das Fried Chicken ist am dominantesten. Danach kommt der Käse. Der Bacon ist, kommt leicht durch. Aber nicht so, dass man sagt, er ist jetzt irgendwie total präsent oder aufdringlich. Im Großen und Ganzen ist es eine riesige Sauerei. Es hängt ständig Soße im Bart. Aber geschmacklich ist das wirklich mal ein ganz neues Erlebnis. Den Double Down gibt es jetzt neu in Deutschland bei KFC. In den USA und in Kanada gibt es den schon seit 2010. Und dort gibt es den Double Down eben auch noch als Grilled Chicken Version. Also sozusagen komplett Low Carb. Kommen wir zur Beilage. Kartoffelpüree mit Gravy. Ist einfach ein Klassiker, kann man wenig falsch machen. Es ist ewig geil. Kommen wir nun zur Bewertung. Dem Double Down von KFC gebe ich 3 Bärte.
Eins, zwei, drei. Es ist ein sehr guter Burger. Es ist eine Alternative. Er ist sehr saftig. Das kommt natürlich durch die zwei Scheiben Käse und ziemlich viel von dieser Special Sauce. Das Chicken ist sehr knusprig, aber mir fehlt ganz einfach der Bun. Für mich ist das Ganze nicht rund genug. Es fehlt einfach etwas. Also geschmacklich ist der wirklich gut, nur das Gesamtpaket kommt bei mir nicht ganz an. Das Kartoffelpüree, ja, was soll man sagen, ist halt einfach ein Klassiker. In meinen Augen eine 2. 1, 2. Colonel, das hast du wirklich gut gemacht. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, gebt mir einen Daumen hoch, teilt es allen euren Freunden mit, abonniert mich und ihr findet mich natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann mal, bis dann mal. Stay hungry. Oh, hoppa. Jetzt aber. Um deren neuen Double Down Sandwich Burger, bla bla. Double Down Sandwich Burger. Den 11 geheimen Zutaten. Ganz ruhig. Also bei diesem McDonald's.